1989 startet Petra Gerster ihre Karriere beim ZDF, arbeitet zunächst lange als Redakteurin und Moderatorin bei ML Mona Lisa. Knapp 11 Jahre später wechselt sie zu den Heute-Nachrichten und genau 23 Jahre später hört sie da nun auf. Am 27. Mai führt sie das letzte Mal durch die tagesaktuellen Themen. Doch die gebürtige Wormserin schmiedet gemeinsam mit Ehemann Christian Nürnberger schon Pläne für den Ruhestand. Der 70-Jährige ist ebenfalls Journalist. Die beiden lernen sich Anfang der 80er über eine Zeitungsannonce kennen, die Petra Gerster aufgibt. Es folgen viele Briefe, bis sie schließlich ein Paar werden und 1985 heiraten. Eine Sache, die die Moderatorin laut Augsburger Allgemeinen Zeitung auch nochmal so machen würde. Kleiner Tipp für alle Singles inklusive. Ein kleiner Text sagt, wenn er originell ist, jedenfalls mehr über einen Menschen aus als ein Foto, wie zum Beispiel bei Tinder. Dass das bei den Gersters eine solide Ausgangsbasis geschaffen hat, beweist ihre über 20-jährige Ehe. Vor allem freut sich die Moderatorin auf mehr gemeinsame Zeit mit ihrem Partner. Ich kann mir einfach keinen Menschen denken, mit dem ich lieber meine Zeit verbrächte, so die 66-Jährige. Sie teilen nicht nur die Leidenschaft für Politik, sondern können auch unerschöpflich miteinander reden, streiten und lachen. Neben einem gemeinsamen Buch plant das Powerpaar auch, sich einen Vierbeiner zuzulegen. Sieht nicht so aus, als würde Petra im Ruhestand langweilig werden.